Einen schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Der Moderator Ingo Hoppe stellt keine Fragen mehr. In exklusiver Atmosphäre trifft er prominente Gäste und versucht, ihnen Interessantes und noch völlig Unbekanntes zu entlocken. Fragen, so Hoppe, seien dafür nicht notwendig. Ingo Hoppe sucht die Herausforderung und stellt keine Fragen. Heute mit Dr. Gregor Gysi. Ich freue mich, dass Sie gekommen sind, Herr Gysi. Vielen Dank. Ich freue mich auch, Sie wiederzusehen, lieber Hoppe. Sie haben ja eben schon ein bisschen an meiner Krawatte noch ein bisschen gezuppelt. Klar. Eigentlich wollte ich Sie bitten, mich anzusehen und zu sagen, was Sie sehen. Na, ich sehe eine Krawatte, ein weißes Hemd, ein Jackett, das ist sogar ein Anzug, denn das ist ja aus dem gleichen Stoff wie die Hose. Dann sehe ich eher Wanderstrümpfe. Die zu einem solchen Anzug passen. Das ist eine britische Nobelfirma, die ist nicht so weit. Ja, die machen wunderbare Wanderstrümpfe. Was ich eigentlich wollte, dass Sie sehen, ist, das ist der Gysi-Look. Die Krawatte ein bisschen offen, oberster Knopf nicht geschlossen. Ja, stimmt. Und ausgerechnet heute tragen Sie den nicht? Ja. Ich wollte nicht overdressed sein, wie das so schön heißt, aber selbst ein Richter hat mich mal gefragt, was mit mir los sei, weil der Knopf gar nicht zu sehen wäre. Und das liegt einfach daran, dass ich durch die Krawatte immer das Gefühl habe, eingesperrt, fast gewürgt zu sein. Und deshalb mache ich das immer lockerer. Und jetzt habe ich Hemden gefunden, ich sage nicht von welcher Firma, das ist, glaube ich, unerlaubte Reklame. Ja. Die haben keinen Knopf, sondern du ziehst den Kragen zu mit deiner Krawatte. Das finde ich sehr, sehr praktisch. Ansonsten beginnt für mich die Freizeit, wenn ich die Krawatte abmachen, das Hemd ausziehen kann und ein T-Shirt und ein anderes Hemd anziehen kann. Ich hatte immer gedacht, das mit der Krawatte machen Sie, weil Sie schon irgendwie bürgerlich sind, aber weil Sie zeigen wollen, na, ich bin aber nicht ganz so bürgerlich wie ihr. Ja, das mag ja tiefenpsychologisch in mir drin stecken, aber so kompliziert habe ich nicht gedacht. Sie haben etwas mitgebracht. Die Rubrik heißt Der persönliche Gegenstand. Bei Ihnen sieht man gleich, was es ist. Eine Platte. Ja, das ist eine Schallplatte. Und zwar die Beatles. Und zwar aus dem Jahre 1963. Meine Großmutter väterlicherseits wohnte in Paris und besuchte mich und brachte die Schallplatte mit. Ja. Ich behaupte, ich war der erste DDR-Bürger, der eine Beatles-Schallplatte hatte. Die kam ja erst zu dieser Zeit. Dann habe ich mir die natürlich angehört. Da sehen die übrigens noch aus wie Kinder. Ja. Ist auch süß. Und ich fand die fantastisch, die Musik. Und dann habe ich zu meinem Geburtstag so eigentlich die ganze Klasse eingeladen. Die kamen und dann legte ich die Platte auf. Und dann war ich doch eine Weile lang der Beliebteste, weil ich die besaß und alle wollten die von mir ausgeliehen haben. Und das habe ich natürlich auch ein bisschen ausgenutzt. Nicht materiell, sondern naja, es geht nicht sofort, aber vielleicht in einer Woche und so. Also ein bisschen wichtigtuerisch bin ich dann aufgetreten und war sehr stolz auf diese Schallplatte. Und dann hatte ich mein entsetzliches Erlebnis, dass meine Mutter sich die anhörte und zu mir sagte, sag mal, die singen doch immer dasselbe. Da sage ich, na sag mal, Mütterchen, jedes Lied ist verschieden. Und dann dachte ich mir, so wie deine Mutter oder dein Vater wirst du nie, wenn du älter wirst. Und mein Sohn hörte dann AC/DC und dann höre ich mich und denke, es kann doch nicht wahr sein. Was sage ich für einen Satz zu ihm? Sag ich, sag mal, die singen doch immer dasselbe. Ich mir gesagt, das ist doch furchtbar. Ja, darauf bin ich ein bisschen stolz. Sie sind übrigens der Erste, die ich ihm zeige. Ganz viele Journalisten wollten die schon sehen. Ehrlicherweise bin ich nicht dazu gekommen, in den Keller zu gehen, aber für sie bin ich in den Keller gegangen und habe sie gefunden. Bin auch ein bisschen stolz darauf. Ja, bin ich jetzt auch ein bisschen stolz. Ja. Sie haben, obwohl Sie haben es sehr charmant erzählt, es ist ja ein bisschen Schizophrenie da drin und darüber würde ich gerne noch ein bisschen was hören, dass die, also meine Frau erzählt mir immer, sie hat drunter gelitten, sie hatte dann eine gute Freundin und die hatte immer Westklamotten, sie hatten keine. Bei Ihnen war das ja im Grunde selbstverständlich, dass Sie Dinge hatten, die andere nicht hatten. Ja, Klamotten hatte ich nicht so viel, aber ich hatte sowas. Aber wissen Sie, das war eine komische Klasse. Diesbezüglich kannte ich, also oder ich habe es nicht gemerkt, kannte ich eigentlich kaum Neid. Ich war ja auch in den Leistungen nicht so hervorragend. Damit konnten die das ja wieder ausgleichen. Und ich weiß noch, das möchte ich ja allen jungen Leuten sagen, ganz schlecht war ich in der 10. Klasse. Und das hat mich geärgert, weil ich bekam als Halbjahreszeugnis das Schlechteste der Klasse. Heute darf man das ja gar nicht mehr sagen, aber damals wurde das ganz offen gesagt. Darunter litt ich, weil ich dachte, es gibt doch andere, die dümmer sind als ich, wieso die bessere Zensuren haben. Und dann habe ich eine Sache in meinem Leben geändert. Ich habe gesagt, ab heute machst du alle mündlichen und schriftlichen Schulaufgaben, auch die mündlichen. Und dann habe ich das Abitur mit gut gemacht. Aber das war dann auch eine Entwicklung.
die ich dann nehmen musste. Aber insofern, nein, meine Klasse war schon in Ordnung. Was wirklich ein Unterschied war, das muss ich Ihnen sagen, und das gab es sonst nicht in meiner Schulklasse, war der Besuch, den meine Eltern hatten. Das Besuch aus dem Ausland hatten Sie, ja. Ich glaube, ich habe mal gelesen, USA, genau, Schottland, aus oder? Südafrika, aus Schottland, aus Frankreich, aus Belgien. Wo gab es denn das in der DDR? Also wenn meine Eltern in Dessau aufgewachsen wären, hätte ich gar keine Chance gehabt. Und das hat natürlich meinen Blick erweitert. Das waren doch Leute mit einem ganz anderen Hintergrund. Ich weiß noch, das erzähle ich immer, es gab so einen erfolgreichen Unternehmer aus Frankreich. Der fuhr einen riesigen Mercedes, also nicht von schlechten Eltern, kann ich nur sagen. Und reich war der auch, aber Mitglied der französischen Kommunistischen Partei. Warum, weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall habe ich als Kind zu ihm gesagt, ja, sag mal, und was machst du eigentlich, wenn die sozialistische Revolution in Frankreich gesiegt hat? Und er sagt dann, na, ganz einfach, dann gehe ich in die Schweiz und kämpfe weiter. Also mit dieser Art von Humor bin ich aufgewachsen, verstehen Sie? Das hat mich natürlich auch geprägt. Sie müssen sich bitte mehr konzentrieren. Ich habe gesagt, Schottland oder, da war eindeutig ein Fragezeichen dran. Muss ich jetzt mal beichten. Ich habe eine gestellt. Ja. Sie haben jetzt Ihre... Was war denn Ihre letzte glückliche Stunde mit wem? Meine letzte glückliche Stunde mit wem? Gestern mit meiner Frau und meiner Tochter. Waren die einzigen beiden, die beim anwesend Frühstück waren. Frühstück oder wo? Und mit dem Frühstück, das war mein erster freier Sonntag seit sehr, sehr langer Zeit. Und die glücklichen Stunden zogen sich vom Frühstück tatsächlich bis zum Schluss. Frühstücken Sie auch so gerne wie ich? Das ist schon die zweite, aber das werde ich gerne auch beantworten. Ich frühstücke sehr gerne und gestern gab es, weil meine Frau das weiß, gab es belgische Waffeln selbstgemacht zu Hause. Die Krönung des Luxus. Das ganze Haus duftet super. Mich hat mal eine Zeitung gefragt, ist dann aber nicht veröffentlicht, was ich an Deutschland liebe. Mhm. Und da habe ich gesagt, drei Sachen. Die wollen natürlich was ganz anderes hören. Ich habe gesagt, erstens liebe ich an Deutschland, dass wir vier Jahreszeiten haben. Mhm. Fantastisch. Wenn ich in einem Land lebte, wo es fast nur Winter gibt oder fast nur Sommer, na gut, in der Not hält man alles aus, aber darunter würde ich richtig schwer leiden, muss ich sagen. Das Zweite, was ich an unserem Land liebe, sind die Grüns. Sie gehen hier in einen Wald, jeder Baum hat ein anderes Grün. Es gibt nie ein identisches Grün. Ich kann Ihnen Länder zeigen, da haben Sie Wälder, wo alle Bäume das gleiche Grün haben. Ich finde diese Millionen verschiedenen Grüns richtig spannend. Und das Dritte, was ich mag, ist die Art, wie wir frühstücken. Wirklich, das können Sie in allen anderen Ländern vergessen. Du kannst in Frankreich hervorragend zu Abend essen, in Spanien auch, in Italien auch. Aber das Frühstück kannst du da überall vergessen. Und ich frühstücke so gern. Das werde ich meiner Tochter erzählen, die wird Ihnen zunicken, weil sie immer sagt, oh, bei uns Brot und alles, die reich wäre alles viel besser. Wir haben Sie schon gesehen, wir haben drei Kartons. Wir nennen sie die drei hübschen Kartons. Und es ist nicht wie Weihnachten, die Reihenfolge ist festgelegt. Wenn Sie den einmal zuerst nehmen würden, ja? Das ist eine wunderbare Uhr. Bitte herausholen. Gut. Sonst sieht's ja keiner. Das stimmt. Genau. Das ist eine rote Uhr. Ich hab Lothar de Maizière angerufen und habe gesagt, Herr de Maizière, erzählen Sie mir mal ein bisschen ganz schlimme Geheimnisse über Gregor Gysi. Und hat er gesagt, nee, und nur Gutes. Aber ein Negativum konnte ich ihm entlocken. Er hat gesagt, Gregor kommt hemmungslos zu spät und er schämt sich noch nicht mal. Also, da irrt er sich zum Teil. Ich meine, ich komme wirklich hemmungslos zu spät, das stimmt. Aber es ist mir immer unangenehm. Und darüber habe ich mich aufgeregt, weil ich gesagt habe, entweder ist man pünktlich oder man kommt zu spät, dann darf man sich aber nicht darüber aufregen. Dann muss einem das egal sein. Wenn es einem aber nicht egal ist, wie mir, dann passt das nicht zusammen. Und insofern versuche ich in hohem Alter, mich zu bessern. Ein bisschen. Sie könnten jetzt noch zwei, drei andere Schwächen beichten, wo wir gerade dabei sind. Von mir? Von Ihnen? Nee, ich bin noch nicht hier, um meine Schwächen zu erzählen. Das reicht schon, wenn ich das sonst immer muss. Nein, natürlich, jeder hat Schwächen. Zum Beispiel bin überhaupt kein Organisationstalent. Also wenn Sie mir die Organisation übertragen, vergesse ich alles, was wichtig ist. Ansonsten hat de Maizière viel gelobt. Und er hat gesagt, beim Anwalt soll man davon ausgehen. Aber er hat es bei Ihnen betont, wer ihm etwas erzählt, also Ihnen, dann ist es wie im Grab. Wie im Grab. Man könnte fast sagen, dass ich es vergesse. Man kann es wieder vorholen, aber es wird richtig eingebuddelt. Und zum Beispiel erzähle ich immer gerne die Geschichte, dass ich Ende 1990, also eine ganz andere Zeit als heute, war ich bei Schäuble und dann sagte er zu mir, Herr Gysi, ich will Ihnen nur sagen, dass Herr Kohl und ich wissen, dass wir Herrn Modrow und Ihnen in erster Linie verdanken, dass in der DDR kein Schuss gefallen ist.
Und dann sagte ich, das ist schön, dass Sie das wissen. Und dann sagte ich, wenn ich jetzt rauskomme und da stehen 5 Journalisten, darf ich Ihnen das erzählen? Sagte er, auf gar keinen Fall. Und nie hätte ich es erzählt. Aber Jahre später hat er es mir erlaubt. Sie haben in vielen Interviews auch gesagt, Sie hassen nicht zurück und haben viel Hass erlebt. Ich habe mir überlegt, ob Sie so Phasen hatten, in denen Sie mal so für sich überlegt haben, woher der kommt. Ja, natürlich, da überlegt man ja des Öfteren dran. Aber nicht zurückhassen ist nicht leicht. Wenn man sich aber bewusst dafür entscheidet, kann man es. Dann bist du überlegen. Es ist ja dann auch eine leichte Form der Arroganz in Wirklichkeit. Aber es rettet mich auch. Wenn ich zurückgehasst hätte, wäre das ja auf der gleichen Stufe gewesen, das wäre furchtbar geworden. Naja, am Anfang war es doch so, dass viele Leute, gerade in den neuen Bundesländern, dachten, ich rette irgendwie das Alte, die DDR, die Unterdrückung oder sonst was, was natürlich gar nicht mein Ziel war, aber sie waren misstrauisch. Und das brachten sie gegen mich zum Ausdruck. Ich weiß noch, wie 3 Krankenschwestern mich angesprochen haben, gesagt habe, ich erzähle immer, dass Arbeitslosigkeit käme, das sind doch alles Ammenmärchen, das sage ich doch nur, um die Leute zu verschrecken, ich soll damit aufhören. Ich befürchte, dass sie ein Jahr später arbeitslos waren, aber das ist für mich gar keine Genugtuung. Den Bundestag hätte ich für souveräner gehalten. Den hätte ich für souveräner gehalten. Wobei, lassen Sie uns ein bisschen teilhaben, wo es da besonders ärgerlich war für Sie? Ja, klar. Also, was ich für Zwischenrufe bekommen habe. Ich weiß noch, aber darauf bin ich ein bisschen stolz, ehrlich gesagt. Da war Honecker noch in Moskau. Also wann war das? Anfang der 90er Jahre. Und dann riefen die während einer Rede von mir, die natürlich zu einem ganz anderen Thema war, riefen die immer, bring erst mal Honecker von Moskau nach Moabit, also in Untersuchungshaft. Einmal, zweimal, dreimal, viermal. Und dann langte mir das irgendwann und dann sagte ich, sagen Sie mal, meine Herren hier in der ersten Reihe, was mich interessiert, Sie kennen ja Erich Honecker alle persönlich, ich bin ihm ja nie begegnet. Wie ist der eigentlich so? Na, da war was los im Bundestag. Aber es stimmte, ob ich Kohl nahm, Vogel nahm, auch Lafontaine, Lambsdorff nahm. Alle kannten Honecker, nur ich bin nie in meinem Leben begegnet. Und das war etwas, was sie schon ärgerte. Und dann habe ich einen schweren Fehler begangen, über den ich mich heute noch ärgere. Und zwar ein Politiker der CDU setzte sich mal zu mir an den Tisch und fragte mich, ob ich Folgendes erlebt hätte, dass ich mit meiner Schulklasse auf dem Bahnhof stehe, um einen Klassenausflug zu machen. Und dann sehen alle meinen Vater, der den Bahnsteig fegt. Mhm. Und zwar nicht, weil er gerade nichts anderes zu tun hat, sonst fertigt er die Züge ab, sondern weil das und nichts anderes seine Aufgabe ist, den Bahnsteig zu fegen. Und dann sagte ich ihm, das habe ich nicht erlebt. Und dann sagt er, aber ich. Ich komme wirklich von den Arbeitern, stand auf und ging wieder. Und jetzt erkläre ich Ihnen, worüber ich mich geärgert habe. Diese Art von Minderwertigkeitskomplexen mir gegenüber kannte ich zur Genüge aus der DDR. Jeder stellvertretende Minister und so, verstehen Sie, hatte immer dieses Verhältnis zu mir und damit hatte ich gelernt, umzugehen. Und aus irgendeinem idiotischen Grund bildete ich mir ein, dass die Abgeordneten im Bundestag, die aus den alten Bundesländern sich mir überlegen fühlen, anders. Verstehen Sie? Und deshalb habe ich die ganz anders behandelt und plötzlich merkte ich, nein, es ist genauso, es sind wieder auch Minderwertigkeitskomplexe, mit denen ich ja anders umgehen kann. Sie haben es ein bisschen angedeutet, es war eine durchaus großbürgerliche Herkunft. Immer wenn ich Sie so beobachtet habe, wie ganz viele in Deutschland, habe ich immer gedacht, Gregor Gysi ist immer irgendwie DDR, egal worum es ging, Sie waren immer irgendwie die DDR und wurden immer gleichgesetzt. Sie sind ja kein DDR-Leugner, Sie sagen auch nicht, es gab keine Verbrechen, aber wenn Sie über die DDR reden, wirkt sie auf mich, also die DDR, immer netter als die DDR, die ich jetzt erlebt habe oder meine Freunde erlebt haben. Könnten Sie ein bisschen beschreiben, woran das vermutlich liegt? Wahrscheinlich daran, dass es mein Leben war. Und wahrscheinlich hat es auch damit zu tun, dass ich ja die Interessen vieler Leute zu vertreten hatte, deren Leben das war. Und dass ich natürlich bei meinen Äußerungen immer auch Rücksicht auf sie nehmen muss. Und gleichzeitig ihnen klar machen muss, dass die DDR eben eine Diktatur war, in der die Freiheit, die Demokratie und die Rechtsstaatlichkeit deutlich eingeschränkt waren. Und wenn man das nicht aufnimmt und da falsche Vergleiche mit der Bundesrepublik macht, wo es auch mal ein Fehlurteil gibt, das ist aber was völlig anderes als die Probleme, mit denen wir es in der DDR zu tun hatten,
dann ärgert mich das. Da mache ich mich dann wieder unbeliebt, wenn ich auf Veranstaltungen im Osten bin und ihnen das so sage. Und dann kommt das Umgekehrte. Wenn mir das immer gesagt wird und nicht gesehen wird, worin es auch Leistung der DDR gab. Und da beschreibe ich Ihnen drei. Das eine ist, dass es leider auch eine politische Ausgrenzung in der Bildung gab, aber nie eine soziale. Heute haben wir eine massenhaft soziale Ausgrenzung in der Bildung, die ich überwinden will. Das zweite ist, dass es in der DDR einen Zugang zu Kunst und Kultur gab, den sich jede und jeder leisten konnte. Also selbst die Mindestrentnerin konnte sich die Neunte von Beethoven im Original anhören oder auch die Oper, weil alle Preise so subventioniert waren für Museen, für Oper, für Kino, für Theater, auch für Bücher, für Schallplatten, dann für CDs, dass sich das jede und jeder leisten konnte. Das ist auch vorbei. Darum kämpfe allerdings gab es nicht alle Bücher. Nee. Aber das geben Sie ja zu. Nein, das ist immer der Punkt. Dann muss ich das sofort sagen, bevor der Einwand kommt, dass ich sage, es gab auf der anderen Seite eine Zensur, die natürlich wieder schrecklich war. Wobei mir dann so Kabarettisten sagten, ja, Gregor, aber ich konnte da um Texte streiten. Meistens habe ich mich nicht durchgesetzt, aber ich konnte wenigstens streiten. Heute sagen sie mir kein Geld, was soll ich dazu sagen? Aber sage ich, das sind alles keine Alternativen. Man muss beides sehen. Nur noch eins. Das Urteil, dass ich die DDR widerspiegle, höre ich ganz selten. In der Regel kommt was ganz anderes, dass ich atypisch bin für die DDR und dadurch ein falsches Bild widerspiegle. Das teile ich, dass Sie atypisch sind, aber Sie müssen immer über dieses Thema reden. Ja, das stimmt. Da Sie politisch schon alles gesagt haben, wäre es schön, Sie würden uns überraschen. Ich bin gespannt. 60 Sekunden, was Sie der Welt schon immer sagen wollten. Na, wenn, dann ist es was ganz anderes. Ich will Ihnen Folgendes erklären. Sie werden erst mit 50 Jahren erwachsen. Sie werden sich jetzt wundern, aber ich will es Ihnen erklären. Weil Sie bis 49 noch die Reste, aber nur noch Reste, der letzten Privilegien der Jugend haben. Wenn Sie 50 Jahre alt werden, glauben Sie es mir, haben Sie nicht ein einziges Privileg der Jugend mehr. Und noch kein einziges Privileg des Alters. Das ist das Problem. Das heißt, Sie werden knallhart rangenommen. Wenn ich zum Beispiel 5 Kundgebungen an einem Tag hatte und sagte, Leute, 4 Kundgebungen reichen auch, haben die zu mir gesagt, wieso, da hast du doch noch Zeit. Also man hat überhaupt keine Ausrede. Und ab 60, da hört man auf, erwachsen zu sein, da darf man wieder Kind werden. Und da beginnen die Privilegien des Alters. Und da passierte mir Folgendes, dass ein junger Mann zu mir sagte, oh Herr Gysi, darf ich in die Tasche tragen? Da habe ich so reagiert wie die meisten, die 60 Jahre alt oder älter sind. Ich habe gesagt, werden Sie mal nicht komisch, das kann ich schon noch alleine. Ja? Großer Fehler. Man muss lernen zu sagen, ja, Sie dürfen die Tasche tragen, da steht übrigens noch ein Koffer und da hinten eine Kiste. Das heißt, man muss bereit sein, die Privilegien des Alters anzunehmen. Und dann kann man das Alter auch genießen. Glauben Sie mir das, versuchen Sie es einfach. So, was ist denn das hier? Das... Moment, Bagat, Made in Italy, ein edler Schuh. Ein Damenschuh, Größe 37. Das ist das Entscheidende. Ja, natürlich, ich meine, das sieht ja nur jeder, dass das ein Damenschuh ist. Klar, dass Sie das sehen. Aber ich wollte damit sagen, das Thema sind jetzt die Frauen. Ich habe natürlich auch ganz viel gelesen. Stefan Heim hat mal gesagt, Ihr Vater sei ein Frauentyp gewesen. Sie haben gesagt, er hätte ihm ein bisschen Unrecht getan. Nee, also wenn er das gesagt hat, dann stimmt es schon. Er hat es ein bisschen negativer formuliert. Dass er ein Frauentyp war, das, Sie haben ja auch schon gesagt, er konnte gut mit Frauen. Jetzt geht es ja um Sie. Ich hatte gedacht, als ich angefangen habe... Gab es einen Witz, als er Botschafter in Italien war, was selten war. Dazu war er gar nicht hoch genug, aber trotzdem gab es Witze über ihn. Und der eine war, dass er mit dem Papst im offenen Wagen durch Rom fährt und die Frauen von Rom immer fragen, wer ist denn der Mann in Weiß neben Klaus Gysi? Solche Scherzen müssen nicht Und bei Ihnen hatte ich gedacht, als ich jetzt nachgelesen habe, ich hätte gedacht, Anzahl der Ehen mindestens so Gerhard Schröder oder so, aber das stimmt alles gar nicht. Nein, ich hatte gar nicht so eine erste Ehe, dann hatte ich eine langjährige Beziehung und dann hatte ich eine zweite Ehe. Und alle drei Beziehungen sind kaputt gegangen und das liegt an mir. Aber ich versuche immer, ein gutes Verhältnis aufrechtzuerhalten, was mir in der Regel auch gelingt. Ich könnte mir vorstellen, dass es durchaus Frauen gibt, die sonst CDU, CSU, FDP wählen, aber die trotzdem Gregor Gysi-Fan sind. Ja, ich hoffe auch. Aber ich kenne sie nicht alle. Ja, natürlich. Aber das ist auch zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedlich gewesen. Am Anfang... Als ich so ein Hassobjekt war, bekam ich auch ganz viele Liebesbriefe. Das ist hochinteressant. Und wenn sich das normalisiert, normalisiert sich das auch auf dieser Strecke. Aber gelegentlich kommt das.
Und da muss man lernen, freundlich zu antworten, aber auch nicht Dinge zuzulassen, die einem hinterher entweder einem oder besser gesagt dann der Frau wehtun. Das darf man auch nicht machen. Das ist auch nicht so leicht. Aber das kann man hinbekommen. Gelingt nicht allen Politikern. Nein. Jetzt hätte ich fast eine Frage gestellt, gerade noch so. Jetzt ich glaube, Sie haben überhaupt schon vier Fragen gestellt. Ich hatte bloß vergessen, dass ich da eine Gegenfrage stellen darf. Nein, ich bin so ein bisschen hier mit dieser, ich schwebe immer über mir. Ja. Und wir gucken an den Kameramann. Also wir werden das noch überprüfen. Also achten Sie drauf. Ja, ja ich bin, achte ja, drauf, bin ja. ja gespannt auf Ihre Gegenfrage. Fragen Sie doch mal was. Wir gucken ja, oder ich zumindest, auf die Gedächtniskirche. Sie haben den Fraktionsvorsitz der Linken niedergelegt. Könnten Sie uns ein bisschen teilhaben lassen, ob Sie mehr von Berlin jetzt sehen, ob Sie als freierer Mann dann sind? Also das hoffe ich. Ich hoffe auch, dass ich freier werde. Ich dachte ja, dass ich wirklich mehr Zeit habe. Das Problem ist, dass alle denken, dass ich mehr Zeit habe. Deshalb kriege ich doppelt so viel Einladung. Wir reden noch mal ganz kurz über das Reden. Also Sie haben wahrscheinlich eine Million Mal gehört, toller Typ, Gregor Gysi, aber in der falschen Partei. Das wollen wir jetzt nicht besprechen. Das ist übrigens meine Lieblingsgegenfrage mal, welches ist denn die richtige Partei? Und dann sagen die meisten, stimmt auch wieder. Aber was ich besprechen will, ist, dass Sie alle mal sagen, Gregor Gysi ist ein brillanter Redner. Ich will jetzt gar nicht in Frage stellen, dass Sie toll reden. Ich finde, Sie sind vor allem ein verständlicher Redner. Ja, das ist auch mein Ziel. Und das habe ich gelernt, also vielleicht schon als Kind, aber vor allem als Rechtsanwalt. Man hat auch debile Mandanten. Man hat Mandanten mit einem Schulabschluss 4. oder 5. Klasse. Dem muss er erstmal eine Anklageschrift übersetzen, ein Urteil übersetzen. Und das kann ich ganz gut. Und da habe ich auch null Arroganz. Weil die das alle viel schwerer im Leben hatten als ich. Deshalb kann ich das gar nicht vergleichen. Und dann höre ich immer diese Politikersprache, die Juristensprache, die ist ja noch schlimmer. Da gibt es nur ein Verteidigungsargument: Wenn Sie alle Gesetze verstünden, brauchten Sie uns als Rechtsanwälte nicht. Das geht natürlich nicht. Deshalb müssen wir uns da so kariert ausdrücken, damit Sie das nicht verstehen. Aber bei der Politik gibt es nur überhaupt keine Rechtfertigung dafür, bei der Juristerei in Wirklichkeit auch nicht. Und zwar deshalb nicht, weil doch der Bundestag tagt doch für die Bevölkerung. Ich will Ihnen ein Beispiel erzählen. Das ist für mich geradezu klassisch. Es ging um die Veräußerungserlösgewinnsteuer, die Kapitalgesellschaften in voller Höhe zu bezahlen hatten und Inhaberunternehmen nur zur Hälfte. Und unter der Regierung von SPD und Grünen wurde das korrigiert. Die Kapitalgesellschaften wurden von der Veräußerungserlösgewinnsteuer befreit. Inhaberunternehmen mussten die Steuer voll bezahlen. So, wenn ich das so sage, sind alle Leute vom Fernseher weg, die Ohren klappen zu. Wie soll man dem folgen? Also gehe ich nach vorne und sage, also noch mal ganz langsam, damit einer wie ich das auch versteht. Also unter Kohl war es so, dass wenn die Deutsche Bank einen Kaufpreis bekam, musste sie eine volle Steuer bezahlen. Und wenn der Bäckermeister einen Kaufpreis bekam, musste er eine halbe Steuer bezahlen. Bank ist Kapitalgesellschaft und der Bäckermeister ist Inhaberunternehmen. So, und heute erleben wir eine sozial-ökologische Reform. Und die besteht darin, dass die Deutsche Bank nichts mehr zu bezahlen braucht und der Bäckermeister Doppelte bezahlen muss. So, nachdem ich das so gesagt habe, rannten 20 SPD-Abgeordnete nach vorne zum damaligen Fraktionsvorsitzenden Strupp und fragten, ob das stimmt. Verstehen Sie? Und zwar fragten sie das deshalb, weil auch die Abgeordneten Menschen sind. Und bei Veräußerungserlösgewinnsteuer gehen deine Ohren zu. Und deshalb habe ich mich immer bemüht, immer Sprache zu übersetzen. Und ich habe immer meiner Fraktion gesagt, wenn ihr eine halbe Minute in der Tagesschau oder in Heute seid und ihr sagt ein oder zwei Sätze und die Hälfte der Zuschauerinnen und Zuschauer versteht nicht, was ihr meint, verschenkt. Verschenkte Zeit. Deshalb ist verständlich sprechen so wichtig. Zumindest wenn man behauptet, man stünde dort für die Bevölkerung und will, dass sie einem folgen kann. Sie sind ja ein großer, ich weiß nicht, ob Sie ein Verfechter der Innenform sind, aber Sie benutzen es jedes Mal. Wenn ich jetzt Politiker wäre, ich würde manchmal versuchen, es, glaube ich, wegzulassen aus Zeitgründen. Das darf man vermutlich nicht. Also Zuschauerinnen und Zuschauer. Ach so, die Gender, das kann ich Ihnen erklären, wie das kommt. Ich habe genauso gequatscht wie Sie, nur von Zuschauern und nur von Richtern und nur von Staatsanwälten. Und dann gab es mal einen Kommentar in der Tageszeitung Neues Deutschland, ich hatte gar nichts damit zu tun. Und da schrieb einer, er findet das große I doof, das finde ich übrigens auch doof, wenn dann beide Formen. Und dann schrieb er, und überhaupt ist das Quatsch, alle Frauen wissen, dass sie mitgemeint sind, auch wenn man die männliche Form verwendet. Na schön, dann gab es einen Leserbrief und von einer Frau. Und die schrieb, sie hat das gelesen und sie ist der gleichen Meinung. Das ist wirklich Quatsch, da kann man sich immer mit gemeint fühlen. Aber
über 2000 Jahre wurde jetzt immer die männliche Form verwandt und die Frauen waren gemeint. Und sie schlägt vor, die nächsten 2000 Jahre es umgekehrt zu machen. Man nimmt immer die weibliche Form und die Männer fühlen sich gemeint. Und dann kam ihr Schlusssatz. Dann heißt es, ab heute Herr Rechtsanwältin Gysi. Und ich wollte nicht Rechtsanwältin werden. Und da ich das nicht wollte, habe ich es komischerweise durch diesen Leserbrief begriffen. Das ist immer mal ein kraftvoller Leserbrief. Ach, je. Das ist? Ja, eine Schießscheibe oder sowas ähnliches. Ja, es ist Zielscheibe ist gemeint. Zielscheibe, eigentlich geht es um Ziele. Meine These ist, Sie haben mal gedacht, jetzt bin ich so ein deutschlandweit bekannter Politiker, da müssten noch ein paar mehr Ämter drin sein. Also vielleicht nicht Bundespräsident oder Kanzler oder wenigstens regierender Bürgermeister. Sie sind ungeheuer bekannt, aber es gab so viele Ämter. Senator mal kurz in Berlin, dann Bürgermeister doch nicht. Und Senator für Wirtschaft, Arbeit und Frauen. Ja, bitte nicht vergessen. So gut ging es den Frauen nur in diesen 6 Monaten in Berlin. Hm? Ja, nun lautet eben die Frage, die ich nicht stelle, aber diese These, die ich da geäußert habe, zu der hätte ich gerne was. Nein, ich bin mit meiner Rolle zufrieden. Ich war Oppositionspolitiker und in den letzten Jahren war ich sogar besonders zufrieden, weil ich ja Oppositionsführer war. Übrigens ein Titel, den es in Deutschland gar nicht gab. Mhm. Den habe ich in der ARD am Wahlsonntag erfunden, weil die zu mir sagte, die Journalistin, was sagen Sie denn dazu? Da sage ich nur, wenn die eine große Koalition werden, dann werde ich doch sowas Ähnliches wie der Oppositionsführer. Mhm. Und ich weiß noch, wie der Politikchef von der ARD daneben stand und so mit der Hand auf den Tisch haute und sagte, er kann es nicht lassen. Aber dann haben sich die Journalistinnen und Journalisten darin verliebt in den Begriff und haben ihn immer benutzt. Und dann wurde ich überall bei Unternehmerverbänden immer mit diesem Titel vorgestellt. Das reicht völlig. Und zwar, weil ich ja auch Anwalt war. Ich war nicht Richter. Ja. Anwälte stellen Anträge und versuchen, das Gericht zu erreichen, versuchen auch Einfluss auf den Zeitgeist zu nehmen. Im Kern ist das meine Rolle. Die einzige Funktion, die mich gereizt hätte, wäre Außenminister, weil ich darunter verstanden hätte, Vermittler zu werden. Also Konflikte zu lösen, nicht mir zu überlegen, wie ich wo militärisch eingreife, ganz im Gegenteil. Aber dazu hätte ich besser Englisch sprechen müssen. Und das hat keinen Sinn, du kannst nicht alles mit Dolmetschern machen. Das musst du direkt hinbekommen. Deshalb kam das für mich gar nicht in Frage und deshalb leide ich darunter in Wirklichkeit nicht. Wissen Sie, meine Entscheidung jetzt war eine andere. Die meisten Politikerinnen und Politiker aus der ersten Reihe der Politik in Deutschland gehen, wenn sie tief im Keller sitzen. Immer erst, wenn sie tief im Keller sitzen. Und dann denken Sie mal, Sie kommen raus und buddeln sich immer tiefer hinein. Und da hat mir gesagt, Gysi, das passiert dir nicht. Und ich glaube, für meine Verhältnisse habe ich jetzt so in etwa mein höchstes Ansehen erreicht. Und wenn ich jetzt noch mal 4 Jahre weitergemacht hätte, und es wäre nicht um 2 gegangen, es wäre um 4 Jahre gegangen, dann wäre ich 71 gewesen und dann hätte ich angefangen, mich zu langweilen und dann wäre ich Schritt für Schritt in den Keller geraten und da habe ich gesagt, nein. Die Zeit der anderen Rolle ist vorbei, ich muss eine neue Rolle finden. Und wenn ich sie nicht fände, na, dann wäre ich die reinste Katastrophe. Dann sitze ich in der Fraktion, bin nicht mehr ihr Vorsitzender und versuche, sie heimlich doch zu leiten. Nein, das geht nicht. Also muss ich eine andere Rolle finden. Das war das Schlusswort. Ich würde noch weiterreden, aber ich habe Ihnen ja versprochen, wir schaffen das in dieser Zeit. Ich habe mich sehr gefreut, dass Sie da waren. Wünsche Ihnen auch alles Gute. So.